So, es geht heute weiter. Und zwar geht es heute weiter nach der Foundation, die ich ja nicht so besonders häufig trage und trotzdem so viel besitze, keine Ahnung. Geht es weiter mit Puder. Puder, da bin ich eher wieder dabei. Ich weiß nicht, ich mag es lieber zum Auftragen, ich mag das matte Finish eigentlich auch, denn ich habe von Natur aus schon genug Glow im Gesicht. Und ja. Dann habe ich hier als erstes, und da sage ich auch ganz ehrlich, das meiste ist nicht gebraucht, denn ich bin da ein Typ, ich brauche meine Dose auf und dann kommt die nächste. Ich habe vielleicht Sommer und Winter unterschiedliche, aber mehr nicht. Naja, so, jetzt hör auf zu plappern. Von Alverde habe ich den 030 Beige Kompaktpuder. Hat ja noch ein süßes Pressing darauf, finde ich zumindest. Ich muss mal schauen, wie das dann funktioniert auf dem Gesicht, denn Alverde-Produkte sind schon okay, aber es funktioniert nicht alles, ne? Das ist immer so eine Kunst, finde ich. Ja. Ciao, tschüss und weg ist er. Ich sehe nichts davon. Ja. Ich denke, von Puders wird schneller gezeigt durch sein als andere Produkte, aber das macht ja nichts, ne? Ja. Wird auf dem Gesicht getestet, dann kann ich mehr dazu sagen. Ich denke, das könnte schon funktionieren. Bin ja nicht so ein helles Tönchen, sondern ein mittleres Tönchen. Dann habe ich von Essence, und den kenne ich eigentlich schon seit ich mich schminke, und zwar ist es der Mattifying Kompaktpuder in der Farbe Light Beige. Hier ist noch ein Pad darauf. So sieht er aus. Ich weiß, mit dem funktioniert es eigentlich immer. Er ist kostengünstig. Ich mag ihn. Sieht jetzt auch sehr hell aus, ist es aber dann auf dem Gesicht nicht. Er verschwindet einfach. Und so gibt es halt nicht so ein deckendes Finish, aber das finde ich eben schön. Ich mag, wenn man Muttermale und Mr. Fred und weiß ich nicht, was man im Gesicht trägt, noch sieht. Denn das ist das Leben. So ist das Leben und das ist das Leben. Und auch noch von Essence, und ich glaube, nein, habe ich auch noch nicht getestet. Von der Skin Lovin' Reihe Sensitive Mineral Puder Blurring and Mattifying. Und das ist der 01 Translucent. Eigentlich relativ hell, merke ich jetzt gerade, wenn ich so schaue. Verhältnismäßig zu den anderen. Der trägt auch nicht so Produkt ab. Ich glaube, den habe ich noch nie getestet. Ja, er klebt mir jetzt mehr am Finger als auf dem Handrücken. Ich denke, das wäre schon ein Produkt, das ich jetzt mal testen müsste. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil es ein Mineralpuder ist. Ich denke, das wird der nächste sein, den ich wirklich ausprobieren müsste, sollte, dürfte. Naja, es geht weiter mit Max Factor und der ist klasse. Der ist wirklich empfehlenswert. Ich habe ihn schon mal aufgebraucht. Nee, das ist noch derselbe. Dann habe ich noch irgendwo. Ich habe gemeint, ich habe einen Backup. Naja. Aber er hat schon einen Hit the Pan, wie man so schön sagt. Das ist die Farbe 06 Golden. Und ja, der hat so. Ja, er ist sehr dunkel. Also Sommer, für den Sommer, ne? Aber der hat so. Der hat Make-up-Allüren, wie kann ich dem sagen? Es ist nicht nur einfach ein Puder, wenn man es aufträgt, sondern es ist leicht deckend wie ein Make-up. Das will ich eigentlich damit sagen. Lässt sich jetzt in der Kamera natürlich auch nicht so auffangen. Guck mal, die schöne Verpackung. Ja, man sieht jeden Fingerabdruck darauf, aber ich finde es ultra schön. Ja. Ähnlich auch wie so ein Make-up-Puder ist von Maybelline der Fit Me Made Pureless in der Farbe Natural Beige. Auch der ist vom Gefühl her ein bisschen so wie ein Make-up, aber nur ein bisschen, er deckt einfach besser. Ist aber für mich auch ein Sommerprodukt, denn er ist etwas dunkler. Also es funktioniert schon im Winter bei mir, aber man muss mega gut schauen, dass man keine Rämpchen hat. Ja, was ich etwas doof finde an dieser Verpackung, wenn du es öffnest, so wäre es ja gedacht, aber du hast schnell mal den unteren Teil auch mit offen, wo die
die Schublade und der Spiegel darin ist. Und ich habe auch von Manhattan ein Puder, und zwar der 2-in-1 Perfect Taint Puder Make-up in der Farbe 16 Beige. Und den habe ich, glaube ich, noch gar nicht häufig gebraucht. Ich glaube mal für den Schminki. Kommt echt hell daher. Da war ich mutig. Sehr hell. Also, höh. Was habe ich mir da gedacht? Ja, ich zeige es euch, obwohl man es eigentlich gar nicht sieht. Das ist ja auch der Sinn davon, dass es nicht so deckend ist. Also da muss ich mal schauen. Der ist echt, echt hell. Also den muss ich auch unbedingt testen. Demnächst mal, ne? Weil ich glaube wirklich, dass mir der zu hell ist. Ja, wir machen weiter. Und zwar habe ich auch von NYX einen süßen, schönen. Ja. Ich mag es halt schon, wenn so ein simples Pressing darauf ist und ich krieg's nicht auf. Warum? Guckt mal, der ist noch verschlossen, Leute. Das ist die Farbe Light. Und der ist wirklich noch verschlossen. Wollte ich mal ein Full Face machen mit NYX Produkten? I don't know. Nimm das Klebi mal weg, ne? Wir swatchen ihn jetzt. Das ist einfach schön. Seht ihr das Herz? Wenn der Fokus nicht auf mich wäre, vielleicht schon, ne? Finde ich schön. Auch der wirkt sehr hell. Leute, bin ich dunkler geworden im Alter? Ich glaube, ich muss das dunklere Puder kaufen. Weil, ja, wie auch immer. Aber, und der jetzt tagtäglich im Einsatz ist, ist von Trend It Up die 028 Long Lasting Compact Puder. Hält bis zu 12 Stunden. Die Maske vielleicht nicht wäre. Und so sieht der Liebe mittlerweile aus. Ich habe da auch schon einen ordentlichen Hitterpan und der funktioniert gut, das weiß ich. Und den mag ich und den finde ich toll und der darf ganz bestimmt bleiben und aufgebraucht werden. Ganz pudriges Hautbild, ne? Ja, ich habe nicht sehr viel Puder da, ich meine, bis so ein Oschi aufgebraucht ist und ich empfinde, hier muss ich nicht 100.000 Produkte testen, aufbrauchen, wie auch immer. Ich besitze 2, 4, 5, 6, 7, 8 Puder. 8 Puder habe ich euch jetzt vorgestellt und es geht dann weiter mit, muss ich noch schauen, seht ihr dann, ne? So, Leute, Akku sagt, er muss geladen werden. Perfektes Timing. Ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute und sage Tschüss!